Hi, hi, hi. Hier ist der Daniel wieder. Und ich mache jetzt ein bisschen Crusader weiter. Um genau zu sein, die dritte Mission. Die Thermaton-Fabrik, wenn ich mich recht erinnere. Ach Gott, es war mal weiter, wirklich weiter? Nein, weiter war nicht weiter. Verdammt. Was war denn weiter? Ja, hier genau. Wir sind am Ende der zweiten Mission. Ich habe damals hier schon abgebrochen, weil meine DOS-Box rumgelahmt hat. Deswegen schließen wir die Mission jetzt hier ab. Das heißt, Missionsnachbesprechung etc. Wir haben eine Gefangene retten können von Dr. Gregor Hoffman. Der Rest wurde erschossen. Da gibt es noch ein bisschen Anmecker. Aber, naja. Passiert. Ja, ja, ja. Nachrichten? Sie haben momentan keine Nachrichten. Nö. So, dann hören wir uns mal die News an. Die Widerstandsbewegung hat heute Verluste zu beklagen. Der Versuch, lebenswichtige Medikamente für Südafrika zu produzieren, nur so kann die Seebohrseuche gestoppt werden, wurde durch einen Großangriff vereitelt. 12 Rebellenkämpfer sind getötet worden und auch die Labors sind schwer beschädigt worden. Man hat uns jedoch versichert, dass die Arbeiten nur etwas verlangsamt und nicht gestoppt wurden. Ja, von wegen. Sie haben versagt, Captain. Was ist passiert? Waren Sie unfähig? Oder verlief die Mission ganz genau so, wie Sie sie geplant hatten? Schnipfel. Hallo, Captain. Tut mir wirklich leid, was Ihnen da passiert ist. Ich bin sicher, Sie haben getan, was Sie konnten. Von Reeves und Cadova haben Sie nichts zu befürchten. Auch wenn Sie nicht so wirken, man kann Ihnen vertrauen. Ist der Cadova? Schön, Sie all wiederzusehen, Blechmann. Herzlich willkommen. Mein Name ist Proc Reeves. Die meisten von den Leuten hier nennen mich Zauberer, weil ich oft dabei erfolgreich bin, schneller als die Konsortium-Netzjockeys zu sein. Ich bin ein sogenannter Rückholspezialist. Ja, ich bin derjenige, der für Ihre Rückkehr verantwortlich ist. Man könnte sagen, dass Ihr Leben in meinen Händen liegt. Ich hoffe, Sie merken sich das. Die habe ich befreit. Offiziell wurden wir uns noch nicht vorgestellt, Captain. Das ist nicht verwunderlich, wenn man die Umstände unseres ersten Treffens bedenkt. Gestatten, Major Joanne Vargas. Ich weiß nicht, wie Sie es geschafft haben, den Doktor und seine Wachen im Gefängnis zu überrumpeln, aber ich hoffe, dass Sie sich jetzt in einem Shuttle Richtung Hölle befinden. Haben Sie... Vielen Dank für meine Rettung. Auch wenn Ihnen niemand hier Glauben schenkt, ich weiß, dass es nichts gab, was Sie hätten tun können, um die anderen zu retten. Um ehrlich zu sein, als dieser Hoffmann mit den Armen fertig war, gab es leider sowieso nicht mehr viel zu retten. So, gibt's beim Weasel was Neues. Ah, da sind Sie ja. Nicht verzagen, Weaselfrachen. Hören Sie, ich habe ein paar Volltreffer aus dem Konsortiumlager abgestaubt, mein Freund. Und falls Sie das, was Sie suchen, nicht finden, bringe ich das Gewünschte in ein paar Tagen vorbei. Okay? Was darf ich Ihnen heute vorführen, Captain? Schauen wir mal. was mich interessiert? Ich hätte mir die erste nicht kaufen sollen. Ich Idiot. Ach, ja gut, dann lassen wir es halt. Ja bitte, ja bitte, ja bitte. Hören Sie, ich wäre nicht so wählerisch, wenn ich Sie wäre, Captain. Auch wenn es nicht die beste Ware ist, bin ich im Moment der Einzige, der was anbieten kann. Ich weiß, das Konsortium hat bessere Waffen, aber bei denen stinkt was gewaltig, gewaltig. Verstehen Sie mich? Es stinkt gewaltig. Also, möchten Sie vielleicht was anderes kaufen? Oh, ich lieb den Weasel. So. Ich glaube, mehr gibt's auch gar nicht jetzt zu tun. Außer Missionsbesprechung. Ja, ich wollte eigentlich gestern schon weiterspielen, aber irgendwie war die Stimmung dann nicht so da und
wollte auf Arbeit mit so viel Inkompetenz belagert. Das war der Wahnsinn. Da habe ich dann auch noch wenig Lust gehabt. Naja, aber heute geht's. Der Widerstand hat gute Leute in diesem Gefängnis verloren. Sie hatten Glück, dass Major Vargas, Berichter die Zentrale, sie von jeder Mitschuld am Tode der anderen Soldaten, die sie retten sollten, freispricht. Ich glaube allerdings nicht, dass das die Meinung, die meine Leute von ihnen haben, irgendwie positiv beeinflusst. Während Reeves darauf gewartet hat, sie wieder rauszuholen, surfte er ein wenig auf dem Computernetz. Es wurde herausgefunden, dass der brandneue WEC-Mac in einem Industriekomplex entwickelt wird, der 5 Sektoren, also nicht besonders weit von unserem Standort entfernt ist. Die Zentrale würde selbstverständlich gern die Pläne sehen. Cadova übernimmt diesmal die Einschleusungsaufklärung. Sobald Corporal Reeves die Daten hat, wird er den Rückholteleporter aktivieren. Ich hoffe, dass Sie diesmal mehr Glück haben. Wegtreten. Ja, das ist die Thermotron-Fabrik. Brrr. Ich hoffe jetzt mal, die wird ein bisschen länger. Ich habe die Mission alle länger in Erinnerung. Ach ja, ich habe ständig gesagt, das ist das Spiel von 97. Das stimmt natürlich nicht. Das ist von 95. Ich habe nochmal nachgeguckt. Oh, jetzt muss ich jetzt mal stärkere machen. Na, wo schieße ich hin? Ja, weg mit dir. Kann ich. Stirb halt endlich. So, das war jetzt krass. Aber es hat mich nur ein Health Pack gekostet. Ist ungenau. Was macht das? Aha. Schuss anlocken, ob es funktioniert. So. Den haben wir. Ist hier noch irgendwas? Da hoch komme ich noch nicht. Irgendwo ist ein Mech. Da war eine Tür, da könnte ich dann fast mal rein. Geschützturm, pass ich. Ich glaube, den mache ich jetzt ein bisschen speziell. Weil ich eh so viele habe. Ich bin so feige, aber das ist mir egal. Ah, Ruhe ist. Ah, dann fangen die zu schießen an. Eine neue Wache! So, ich will schießen. Ich knall dich ab, Verräter. Dix tust du. Nichts dergleichen. Ach ja, dann machen wir es halt so. Dreh dich weg, du Sau. So. Was hast du gehabt? Auch bloß normale Munition. Zap, 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 zap. Ich glaube, ich speichere mal öfters. Achso. So. Ich lese jetzt auch mal ein bisschen mehr Computer. Wow. Das Doof ist, ich kann die Dinger auch nicht überspringen. Das heißt, wenn sie irgendwann mal zu viel nerven, dann breche ich sie ab.
Was ist jetzt passiert? Irgendwas ist aufgegangen. Was ist das hier? Ach so. Du Sau. Okay, damit komme ich irgendwie hoch. Ich habe die gelbe Keycard. Was macht die? Macht einen Aufzug auf. Schau mal da rein. Ah! Mehr. Schweinhund. Miau. Ich meine, was denkt er sich, dass er es irgendwie mit mir aufnehmen kann? Oh. Dilettanten. Komm. Nee. Hier. Hm. Ich glaube, da gibt es irgendwo Strom. Nein. Nein, es gibt doch einen Schalter. So, und jetzt habe ich die rote Kika. Ich will wissen, was da vorne ist. Hier? Hm, nicht viel anscheinend. Ja, das war ja convenient. Bäh. Ah, da oben ist der Wache. Ja, die sehen auch noch nicht viel schwerer, halt mal ein kleines bisschen mehr aus. Ach ja, übrigens. Nix Alarm auslösen. Alarm auslösen. Wir wurden von einem sehr tödlichen Koffeinprodukt getaggt auf YouTube. Das heißt, morgen, wenn der Domi da ist, gibt es ein paar Fragen, die wir beantworten werden. Hallo? Okay. Aber der Domi hat erst morgen wieder Zeit, deswegen verzögert sich das gerade ein bisschen. Also nicht wundern, wie der Deadly Coffees Ansage gehört hat. Miau. Gibt's hier noch irgendwas? Wurde gerade eben eine Wache erschossen? Tatsächlich. Das ist ein Thermatron da oben. Das hier. Ich weiß gerade nicht, was passiert. Ich den Strom da ausschalten. Ich will es erstmal nicht probieren. Nee. So. Kann es sein, dass die Geschütztürme gar nicht auf mich schießen bisher? Teleporter. Jetzt her. Hat mal Munition dabei. Ich speichere jetzt mal. Ich hab schon oft gehört, dass bei Teleporter das Spiel abgestürzt ist. Was nicht so prickelnd ist. Das ist unfair, der schießt schon bevor ich überhaupt. Weg. Oh, ich hab die Waffe gewechselt.